Es geht heute darum, Gottes Sichtweise auf Frauen und warum Frauen das Wort verkündigen dürfen. Es wird viel darüber gesagt, darüber gesprochen und ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar gewusst, warum, aber ich habe mich nicht so tief reingekniet ins Wort und danach gesucht. Ich habe gewusst, dass es richtig ist, dass bei uns Frauen das Wort verkündigen und predigen, aber eben diese Antworten darauf geben, habe ich nicht so plausibel an der Bibel erklären können. Natürlich kann es wieder Skeptiker geben, die jetzt wieder alles drehen und wenden und schieben und hin und her, aber ich kann euch eins sagen, der wohl da skeptisch dem gegenüber ist, der muss sich einmal überlegen, ob Paulus Gott widerspricht. Und ich denke nicht, dass Paulus Gott widerspricht. Und dann hat er ganz was anderes gemeint und in eine andere Richtung gemeint und auch eine nicht allgemeingültige Aussprache dargegeben in den bestimmten Versen, auf die ich noch näher darauf eingehe. Zum Anfang, wie war Gott zu den Frauen oder wie hat Gott die Frauen gemacht? Ja? In Genesis 1. Mose 1, 26 bis 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh, über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. In 1. Mose 2, 18 steht noch, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm seine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Andere Übersetzung heißt es Beistand, Helferin, ein Gegenüber machen. Gott hat die Frau dem Mann als Helferin zur Seite gestellt, wie wir es in 2,18 gelesen haben. Hochinteressant ist dabei, im Hebräischen steht bei der Hilfe das hebräische Wort Eser. Es bedeutet Helfer, Hilfe, jemand, der hilft. An mehreren Stellen wird das Wort der Hilfe, des Helfers, Eser, für niemand geringeren als Gott selber genannt, benutzt. Da werden viele christliche Männer panisch erschrocken in die Ewigkeit reinschauen. Die meinten, die Frau als weniger wertvolle Hilfe habe dem Mann zu dienen. Irdisch, weltlich, wurde und wird die Frau unterdrückt. Unterdrückung gibt es bei Gott nicht, sondern erfrischende, belebende und sich ergänzende Gleichberechtigkeit. Wie es im Galater 3,28 steht, da gibt es nun nicht mehr Juden, Griechen, nicht mehr Knechte, Sklaven und Freie, nicht mehr Mann und Weib, nein, ihr seid allesamt einer. In Christus Jesus. Da müssen wir beachten, der Teufel hasst Frauen. Natürlich gibt es zwischen Mann und Frau Unterschiede. Gott sei Dank ist Gott gegen jegliche Gleichmacherei, sonst die gesamte Schöpfung ist herrlich und aufregend und vielfältig. Aber es gibt keinerlei Unterdrückung bei Gott. Wenn wir an die Prophezeiung von Gott denken, wie es in Genesis beschrieben worden ist, in 3, 14, 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, so sehen wir, dass Feindschaft zwischen dem Teufel und der Frau herrscht. Doch keine Feindschaft zwischen Gott und der Frau. Wäre ja Blödsinn, denn Gott hat die Frau erschaffen und seine Schöpfung als abschließend sehr gut bewertet. Gott sah alles an, was er erschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. In Genesis 1, 31. Menschgemachte Religion und das irdische, weltliche Unterdrücken der Frauen ist in unserer Welt ganz arg fest und gerade in den Religionen ganz arg fest. Es werden Frauen benachteiligt, unterdrückt, mussten als Tempelprostituierte arbeiten, wurden von religiösen Männern verbrannt, wurden als Hexen verbrannt,
werden global durch Seuchen, Pornografie, Prostitution in einem Ausmaß erniedrigt und ausgebeutet wie niemals zuvor in der Menschengeschichte. Und bekamen in der menschgemachten Religion den Mund verboten und werden sogar genital verstümmelt. Dieses Bild, einfach was auch diese Religionen auf die Frauen legen, ich sage immer, gerade wenn es jetzt dann wieder, haben wir auch schon dieses Thema in der Gemeinde gehabt, und wie sind die Frauen angezogen, ist es züchtig, ja, geht es, wo hören wir auf, wo sagen wir ja, wo hören wir auf, wo ist für uns das Unzüchtige einer Frau, wie sie angezogen ist. In vielen Religionen waren die Frauen total eingemummelt, da dürfen nur noch die Augen rausschauen. Aber die Frage, warum? Hat denn nicht Jesus gesagt, wenn dein Auge dich verführt, reiß es aus? Und hat er das nicht auch zu den Männern gesagt? Die Frauen werden total eingemummelt, damit die Männer keine schlechten Gedanken haben. Aber sollten nicht mal die Männer an sich arbeiten? Sich Gott fragen, sind meine Gedanken noch gut? Sich vor Gott um Gnade bitten für das, was sie denken? Natürlich hat es eine gewisse Voraussetzung. Ich denke, jede Frau, die Nachfolge Jesus ist, weiß, wie sie sich anzuziehen hat, damit sie keinen Anstoß gibt. Aber das alles, was die Männer auf die Frauen legen, damit sie ihnen gut dastehen, damit sie keine Probleme haben, ist wieder vom Teufel gemacht. Warum hasst der Teufel die Frauen noch mehr als den Mann? Im 1. Mose, wie ich schon gelesen habe, 3,15 steht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Teufel wusste von Anfang an, was durch die Frauen auf ihn zukommt. Der wird ihm den Kopf zertreten. Und er wird von einer Frau geboren. Und entsprechend, abgrundtief war der Hass des Teufels auf die Frau. Leider ging und geht in der Menschheitsgeschichte und in der menschgemachten Religion den Teufel immer wieder auf den Leim. Weil von der Frau Jesus geboren wird, dem der Teufel endgültig den Kopf zertreten, hasst er die Frauen noch mehr, als er den Mann hasst. Und die menschgemachte Religion redet nach dem Teufel. Da ist es nicht verwunderlich, dass solche Religionen die Frauen unterdrücken, wie ich schon gesagt habe, und demütigen. Wenn wir mal schauen auf ins Neue Testament mit Jesus und der Frau und der Ehebrecherin, im Johannes 8, 3 bis 4, da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in der Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Ich sage, wo war der Ehebrecher? Die religiösen Würdenträger hatten die Frau auf ihre Tat ertappt, beim Ehebruch erwischt, aber da war sie bestimmt nicht allein. Wo war der Mann, der die Hose runtergelassen hat? Aber merkwürdig, die schleppten nur die Frau nach vorne. Die schleppten nur die Frau zu Jesus. Vielleicht war ja auch der Ehebrecher irgendeiner von ihnen, ja, den sie dann geschützt haben. Wir verstehen, Ehebruch ist Sünde, ganz klar. Aber Jesus vergibt Sünden. Damit wir nicht wieder viele scheinheilige Religiöse empört mit dem moralischen Zeigefinger auf mich zeigen. Hier ist die Selbstverständlichkeit, ja, Ehebruch ist Sünde. Sünde sind natürlich schlecht für uns und andere. Sie tun uns und anderen Menschen über den kurzen Kick der Erregung, der Befriedigung hinaus weh. Denken wir nun mal an die Kinder, die unter der Trennung von den Eltern leiden und den Schaden, den das anrichtet.
und der natürlich auch dem betrogenen Ehepartner die Lebensfreude und das Vertrauen stiehlt. Aber Jesus vergibt Sünden. Natürlich auch der Ehebrecher, wie wir gelesen haben. Aber er sagt auch dazu, sündige von nun an nicht mehr. Ist auch ganz wichtig. Und das ist der Unterschied zwischen menschgemachter Religion und Jesus. Jesus heilt alle Schrammen und Wunden bei denen, die betrogen worden sind. Nun, wie sieht Gott die Frau? Gott hat Mann und Frau vollkommen gleichwertig nach Gottes Ebenbild erschaffen, wie wir gelesen haben am Anfang. Und diesen Paradiesenzustand, diesen paradiesischen Zustand, wurde in unserem wahren Ich, unserem nach Gottes Ebenbild erschaffenen Geist wiederhergestellt, als wir Jesus annahmen. Männer und Frauen sind von Gott völlig gleichberechtigt erschaffen. Natürlich, wie gesagt, natürlich sind Männer und Frauen anders. Der Mann ist anders als der Mann und der Mann ist anders als die Frau, ist ja klar. Und das ist auch gut so. Aber kein Geschlecht ist dem anderen überlegen. Von und vor Gott sind alle Menschen gleich, erst recht bei unserem Herrn Jesus. Bei Gläubigen gibt es keine Bevorteilung und keine Unterdrückung. Wie wir in Galater eben 3,28 gelesen haben, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber in Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same nach der Verheißung Erben. Eigentlich sagt er das schon alles aus, wenn wir Gottes Wort nehmen. Alle sind gleich vor Gott. Keiner ist besser, keiner ist schlechter. In 1. Petrus 2, 4 bis 5 und 9 steht, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, aber bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, eine heilige Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und in 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wundervollen Licht. Steht da nur Männer? Ihr seid alle, sind da gemeint. Gott benutzt Frauen und Männer. Leider, wie ich schon gesagt habe, ist bei vielen christlichen Männern ihre Erkennung der Stellung, Bedeutung der Frau und dem Erkennen von Gottes Plan für uns nicht der Fall. Viele christliche Männer sehen das anders. Und warum? Warnungen für solche dämonische fehlgeleiteten Christen spricht Jesus zweimal aus. In Matthäus 7, 21 bis 23 und Jesus in Markus 9, 4, 42. Wie anders aber Gott erschüttet den erläuterten Heiligen Geist natürlich auch über Frauen aus. Er ließ den Propheten Joel schon vor 2700 Jahren mitteilen. Kapitel 3, Vers 1. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Gott will die Frauen und Männer zu Propheten. Die Bibel ist wie immer ganz klar, auch in diesem Punkt. Gott berief Männer, sowohl auch Frauen, zum Propheten, wie wir es im Joel gelesen haben. Aber auch in Apostelgeschichte 2, 17 bis 18 steht es. Und Frauen verkündigen Gottes Wort und die herrliche Botschaft. Prophetin Hannah über die Ankunft von Jesus, dem Messias, in Lukas 2, 38, sowohl an Männer wie auch an Frauen. Lukas 2, 38 und 36 ab.
Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Panuas aus dem Stamm Asser. Die war hochbegabt und hatte noch ihren Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zum derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete vor ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Aber da gehe ich noch genauer drauf ein. Also sind vor Gott alle Menschen gleich. Er benutzt jeden nach seiner Gabe, wie er will, nach seiner Ordnung, ob Mann oder Frau. Es gibt natürlich eine Ordnung, die Gott aufgestellt hat, zwischen in der Ehe und in der Gemeinde, wie es auch im 1. Korinther 11, 3 beschrieben ist. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus der Haupt jeden Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt Christus. Und wenn wir die Reihenfolge anschauen, die besteht auch, ja, kann sich eine Frau einem Mann in der Ehe unterordnen. Aber Unterordnung ist in Gottes Sicht nichts Negatives. Diese Unterordnung heißt nicht, dass der Mann herrscht über der Frau wie ein König oder herrscht in der Familie wie ein König und ein Pascha. Aber der Mann trifft Entscheidungen und diese Entscheidungen muss er auch vom Herrn in der Hand sich rechtfertigen dafür. Und wenn wir das hohe Lied eben anschauen, der Liebe, im 1. Korinther 13, wenn wir das beachten, ja, was da alles steht, dann funktioniert es auch in der Ehe, miteinander und zueinander. Es gibt auch genaue Anweisungen im Dienst, ja, und der Dienst hat nichts mit das Wortverkündigen zu tun, das ist ein diakonischer Dienst auch. Es hat einen Dienst, wo Gott beschreibt, wer Älteste sind, die Aufseher sind. Und da wird ganz klar ein Mann, die Männer, darauf berufen. Aber was passiert mit unseren Männern? Sind die in ihrer Berufung? Wissen die überhaupt, was Gott von ihnen will? Und wenn wir eben wie geschaut haben, wie die Gemeinde entstanden ist und die Frauen nicht da gewesen wären, wäre hier nichts. Ja? Wenn die Frauen nicht von Anfang an geredet haben oder geredet hätten, ja, wäre ihnen nichts entstanden. Aber der Mann oder Gott erwartet von den Männern, dass sie in ihre Autorität kommen, dass sie das annehmen von Gott, was Gott für sie hat, ja, und Verantwortung übernehmen. Natürlich ist es für viele Männer ganz leicht, die Frau macht alles, die Frau übers Mädliche hocken, es passt alles. Aber ist es in Gottes Ordnung? Da muss sich der Mann hinterfragen und nicht die Frau. Weil die Frau macht nur das, was der Mann nicht macht. Aber auf das Thema mit Ältesten werde ich jetzt heute nicht eingehen, weil das ein anderes Thema ist. Nun dazu dürfen die Frauen das Wort verkündigen. Wir haben am Anfang gesehen, wie Gott Frauen erschaffen hat und wie das Bild auch von Gott auf die Frau ist. Und wie Gott auch Frauen benutzt hat. Und wie Gott Frauen nicht als Knechte, sondern als Helfer zur Seite gestellt hat. Aber was sagt Gott dazu, zu den Frauen dürfen verkündigen oder nicht? Was sagt Gott dazu? Wie sieht er es? Wieder ging es um Religion, hätte die Frauen den Männern niemals das Wort erklären dürfen. Aber sie tat es. Von Gott zur Prophetin berufen. Jetzt wird es interessant. Da sagte der männliche Hohepriester Hilkia dem König Josia, was Gottes Wille ist, sagte er, ist wie man Gottes Wort verstehen musste. Also, jetzt wird es interessant. Sagt der männliche Hohepriester Hilkia dem König, was Gottes Wille ist, machte er das? Und hat er Gottes Wort dann auch verstanden? Nein, hat er nicht. Der Hohepriester wandte sich an eine Frau, nämlich an die Jerusalem lebende Prophetin Hulda in 2. Könige 22, 14 bis 20. Es war die Frau, die den Männern Gottes Wort oder Gottes Willen erklärte. Aber zum König von Juda, der auch gesandt hat, um den Herrn zu befragen,
zu dem sollt ihr so sagen, so hat der Herr, der Gott des Israel, gesprochen. Zweite Königin. Lies mal das. Das hat die Frau zu dem König gesagt und was sie alles dem König eben immer vermittelt hat von Gott als Prophetin. Also nicht der hohe Priester hat es getan, sondern die Prophetin hat es getan. Gottes Wesen und sein Wort richtig kennen, ist unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu. Als die Eltern von Jesus ihn nach Jerusalem in den Tempel brachten, berichtete die Bibel davon, dass Jesus von Simeon als den Gesalbten des Herrn erkannt wurde, Lukas 2, 26. Aber Simeon prophezeite den Eltern auch, dass Jesus viel zum Fallen und vielen zum Aufstehen ist oder wird. In 2, 34. Lukas 2, 34. Und Simeon kündigte Maria, die Mutter von Jesus, die schmerzhafte Ende von Jesus an. Mehr nicht. In 2, 35. Keine öffentliches Reden, kein öffentliches Wirken, kein öffentliches Verkündigen der frohen Botschaft. Die frohe Botschaft über die Rettungsmöglichkeit durch unseren Herrn Jesus Christus. Ganz anders aber die Hanna. Nebenbei über Simeon erfahren wir eben nur, dass er vom Heiligen Geist geführt worden ist, dahin in den Tempel. Wie es in Lukas 2,27 steht. Aber Hanna wurde uns als Prophetin vorgestellt, in Lukas 2,36. Hanna pries, Gott redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jesus warteten. Wie wir es eben in Lukas 2, 36 bis, 7, bis 38 lesen. Ich lese vor. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Panuels aus dem Stamm Asse. Die war hochbegabt, wie ich schon vorgelesen habe, und hatte nach der Jungfrauenschaft. Wichtig ist der Vers 38. Auch diese trat zur derselben Stunde hinzu, pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Simeon erkannte nur das Herausragende an Jesus und sprach zu den Eltern davon. Hanna hingegen verkündigte öffentlich die frohe Botschaft. Sie sprach zu allen über Jesus. Hat Gott in diesem Moment nicht aufgepasst, als eine Frau öffentlich predigt und das Wort verkündigte? Denn viele christliche Männer wollen eben das verboten haben. Die wollen das nicht. Und seht ihr immer mehr, wie das hervorkommt, wenn man sich damit befasst, wie die Frauen Gottes Wort gepredigt haben und Gottes Wort verkündigt haben? Am Jakobusbrunnen könnt ihr alle. Jesus offenbarte sich einer Frau, die dann eben die Botschaft auch verkündigte. Denken wir beispielsweise an die Schilderung in der Bibel, als Jesus eben in Samarien unterwegs war, er traf eben diese Frau am Brunnen. Und diese Frau offenbarte sich Jesus als Messias in Johannes 4, 25 bis 26. Aber was geschah? Die Frau ging in die Stadt und sagte zu den Leuten dort, was Jesus ihr gesagt hatte. Aber vorher lese ich jetzt noch einen Vers vor, was die damaligen Männer dachten. Sie trauten es nur nicht zu Jesus sagen, aber sie haben es gedacht. Johannes 4, 27, 28 steht, unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Da sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten. Also sie waren ganz verwundert, wie kann denn Jesus mit einer Frau reden und ihr das verkündigen, aber sie haben ja nicht getraut, zu Jesus was zu sagen. Ich lese es jetzt vor, im Johannes 4, 39, 42 mit der Frau. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an, also was dann passiert ist, nachdem die Frau das Wort verkündet. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um das Wort der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben, und er blieb zwei Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen.
Und jetzt kommt's. Und die Frau und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deine Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, Christus ist. Um ihrer Reden willen haben sie geglaubt. Sie hat die Botschaft verkündigt von Jesus. Und die Männer, die Samariter, haben es bestätigt durch ihr Wort. Tja, dann sagen viele sagen auch nur, dass Jesus will, dass die Frau nur an anderen Frauen Kindern mitteilt, dass er der Messias gekommen ist. Natürlich hat er es nicht getan. Hier reden wir von Männern, von den Samaritern und nicht von Frauen und Kindern. Und die Männer haben vielleicht zufällig zugehört. Sie erzählt es allen. Und das ist wieder so eine Humbug, eine scheinheiligen Religion. Tja, jetzt kommen wir aber zu den Aussagen von Paulus. War für eine ganz konkrete, diese Aussage von Paulus eben, wo wir wirklich diese Briefe betrachten. Früher, wir haben auch einen apostolischen Dienst. Hier haben wir den Vorteil, wir telefonieren mit Hartwig. Ja? Wenn wir Fragen haben, wir telefonieren und reden mit ihm. Damals haben sie nicht gehabt, da haben sie Briefe geschrieben zueinander. Ja? Und diese Briefe sind aufgehoben worden und eben reingestellt oder hat Gott in der Bibel übernommen, diese Briefe. Und diese Briefe sind Fragen, Antworten auf gewisse Gemeindesituationen in den Gemeinden, was da abgegangen ist, wo Probleme gehabt haben, ob das Sprachengebet war oder mit Frauen. Und das hat immer gemeindespezifisch in diese Situation hineingesprochen. Jesus, der gekommen ist, um jeden zu retten, der gerettet werden möchte. Und er möchte, dass jeder allen davon erzählt wird. Unabhängig von Rassebildungsstand, Bankkonto, Geschlecht oder Lieblingssportverein. Nebenbei nochmal erwähnt, in Samarien, in der Stadt waren auch die männlichen Jünger unterwegs, was ich das gelesen habe. Und die haben nicht die frohe Botschaft weitergegeben, dass Jesus der Messias ist. Also die haben nichts erzählt. Da können wir sagen, typisch Männer. Weil die Frauen, also wenn man so dieses betrachtet, wie viele Männer wirklich die frohe Botschaft verkündigen und wie viele Frauen Botschaft verkündigen, ja. Wie gesagt, ich wäre nicht hier, wenn meine Frau nicht gewesen wäre. Dann hätten wir vieles nicht erreicht. Auch die Mitteilung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, überließ er wieder einer Frau. Als Jesus seine Aufgabe erfüllt hatte und am Kreuz gestorben war, wie angekündigt, wie er den Jüngern erzählt hatte, ja? Aber wen erschien Jesus als erstes? Wer war am erstes am Grab? Wo waren die Jünger? Ja, in der Zeit. Und im Gegenteil, die Jünger Petrus und Johannes, als sie das leere Grab aufgesucht hatten, erkannten nicht, dass mit der Wiederauferstehung von Jesus eingetreten war, dass die Wiederauferstehung eingetreten war, wie es angekündigt wurde. Denn sie hatten die Schrift noch nicht verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse, wie es im Johannes 20,9 steht. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Typisch Mann. Ja. Haben wir nicht gefunden, gehen wir wieder heim. Ne? Jesus beauftragte eine Frau mit der Überbringung der wichtigsten Botschaft in der Menschengeschichte. Es ändert sich erst, als der wiederauferstandene Jesus der Frau Maria Magdalena erschien. Und Jesus forderte die Frau auf, die herrliche Botschaft seiner Wiederauferstehung den männlichen Jüngern mitzuteilen. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott, in Johannes 20,17. Und ich denke, wäre dieses Wort, was da geschrieben worden wäre, nicht von Gott, dann hätte dieses anders ausgesehen.
dann hätte der Mann das verkündigt. Weil die Stellung damals der Frau gegenüber, habt ihr auch bei den Jüngern gesehen, war ganz anders. Ja? Aber das Wort hat Gott geschrieben und darum steht es drin. So wie es wirklich geschehen war. Aber wie eben Jesus es zu der Frau gesagt hatte, was hat die Frau gemacht? Hat die Frau gesagt, ich würde ja gerne das machen, aber ich dürfe ja gar nicht. Ich gehe da lieber nicht hin zu den Männern. Nein. Wir lesen eben Gottes Wort. Da ging Maria Magdalena hin, verkündigte den Jüngern, sie habe den Herrn gesehen und er habe dies zu ihr gesagt. Johannes 20, 18. Im Jesusglauben haben Frauen, wenn sie wollten und von Gott dazu gedrängt wurden, immer gepredigt, das Wort verkündigt. Mit der erstarken, eben mit der menschgemachten Religion gewann der dämonische Hass immer mehr auf die Frauen und gewann immer mehr die Oberhand und führte eben durch diese Religion zur Abwertung der Frau, wie sie aber bei Gott nicht stattfindet. Aber Gott sagt doch, dass Frauen nicht predigen dürfen, sagt doch der Paulus. Ja, in ihrer Bibel sagt Gott es, in meiner nicht. In meiner Bibel ist Paulus, eben wie ich schon erklärt habe, in einer ganz, genau, ganz konkreten Gemeindesitzung reinsprach. Ich gestatte ich keiner Frau Lehrvorträge zu halten. Paulus, 1. Timotheus 2, 12. Paulus fordert das, nicht Gott. Er sagt auch in einem anderen, sagt er auch, wir sollen keine Frau berühren, keine Frau anrühren, sagt er auch. Auch wieder eine gewisse Gemeindesituation. Er sagt es im 1. Korinther 7, 1, ein Mann tut gut, überhaupt kein Weib zu berühren. Ja, hat doch schon ein Mann drauf geachtet? Einer, die hier sitzen, geben uns ein wenig schwer, oder? Wenn es so wäre. Also verstoßen wir gegen Gottes Wort. Aber wir müssen lesen alles, was Paulus da beschrieben hat. Ja? Und er sagt auch, ich sage das euch. Was ich später nochmal vorlese. Aber was genau ich damit sagen will, ist denn Gottes Aussage, die er uns zum Geschlechtsverkehr in der Ehe auffordert, im Paradies, Genesis 1, 27, 28, und nochmal, nach der Sintflut, mehret euch. Widerspricht jetzt Paulus Gott? Wenn Gott sagt, wir sollen uns mehren, und er sagt, nee, besser, wenn ihr keine Frauen berührt. Nee. Paulus forderte die Ehe und Ehelosigkeit und Sexuellosigkeit in einer konkreten Situation hinein. Ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit und ohne Anspruch, dass das von Gott käme. Er hat es, wenn ihr das lest, hat es beschrieben, dass man halt sich, wenn man sich keine Frau oder hat man mehr Zeit, sich um Gott zu kümmern, weil man einfach, wenn man Familie gründet, eben eingebunden ist in der Familie, wenn es aber der Auftrag ist von Gott, man soll sich Gott hingeben, dann ist es einfach gut, ja, wenn man alleine ist, weil da hat man Zeit, da kann man machen, was man will, hat keinen sozusagen, muss auf keinen achten und kann einfach für Gott unterwegs sein. Das ist gut, der Situation, aber es hat keine Allgemeingültigkeit auf das, dass wir Männer keine Frauen berühren dürfen. Das wäre auch völlig unbiblisch. Und Gott hätte Paulus dann nie zum Verkündiger der frohen Botschaft auserwählt und eingesetzt. Wie es auch eben erst im Korinther, da beschreibt es konkret, im 1. Korinther 7, 12, 13 oder 12 beschreibt, denn im Übrigen sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Also er sagt konkret, ich sage das euch, nicht Gott sagt das euch. Also es ist wie, wenn wir als Leitung euch einen Ratschlag geben, wie wenn Hartwig uns einen Ratschlag geben, in der Situation umzugehen, wie man das machen soll. Ja, das ist ein Ratschlag, wo er gibt, ja, aber nicht aus der Bibel hervorkommt, dieser Ratschlag. Aber deshalb wird den religiösen Männern, die Gottes Wesen und die göttliche festgelegte Gleichheit von Mann und Frau nicht verstehen, so oft und so gern die zitierte Bibelstelle
gestatte ich keiner Frau, Lehrvorträge zu halten. Paulus in 1. Timotheus 2,12. Wie gesagt, hier wird von Paulus wieder eine bestimmte Gemeindesituation beschrieben. In die Gemeindesituation reingeredet. Aber es hat keine Allgemeingültigkeit. In diesem, auch im Korinther, wo er das sagt, hat es wieder in die Situation, ob er das mit dem Sprachengebet sagt oder ob er es mit der Frau sagt. Es war eine Unordnung in der Gemeinde, die nicht gut war, und da wollte er Ordnung reinbringen. Und das sehen wir eben alles schon daran, dass Gott über die Jahrhunderte immer wieder natürlich auch Frauen zum Propheten berufen hat. Denken wir eben beispielsweise an die Prophetin Hulda, die die Männer von dem König Hofschreiber Gottes erklärte, wie es weitergeht mit Gott. Und deshalb betonte auch Paulus, gestatte ich keine Frau, Lehrvorträge zu halten. In 1. Timotheus 2,12, das hatte nichts mit dem Allgemeingültigkeit zu tun, wie ich schon erwähnt habe. Das sind Ratschläge von Paulus in eine bestimmte Gemeindesituation hinein. Lass ich nochmal eine Bibelstelle vor, Apostelgeschichte 2, Vers 17, 18. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, über meine Knechte, über meine Mägde werde ich jenen Tag meinen Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Eben, wie passt das zusammen zu dem im 1. Korinther 14, 34, 35 erwähnt, eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Und dann muss man aufpassen, was dann weitergeht. Wenn sie etwas lernen wollen, sollen sie daheim ihre Männer fragen, denn es ist den Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Wie passt das zusammen? Können Sie mir das erklären? Wie das zusammenpasst? Hier sagt, sie sollen weissagen. Wo weissagen? Im stillen Kämmerchen daheim, für sich selber? Wenn die Frauen weissagen, wo sollen sie das machen? In der Gemeinde. Ja? Steht auch nicht unter nur Frauen weissagen. Da steht nichts dran, sie werden weissagen. Und Gott wird den Geist ausgeben. Aber das widerspricht sich ja dann, wenn wir so nehmen, gegenüber den Korinth, wo der Paulus sagt. Wie gesagt, in Korinth und in verschiedenen Gemeinden war eine Unordnung da. Ja, es haben Frauen, manchmal ist halt so, dass die Frauen immer reden müssen, den Mann stupfen, was hat er gesagt, was ist los jetzt hier, ja, wie soll das heißen? Und diese Unordnung in der Gemeinde, wo er dann so unordentlich war und Gerede war, hat Paulus gesagt, sie sollen schweigen, sie sollen daheim fragen, den Mann. Ja, sie sollen auch, wie das im Sprachengebet übertrieben worden ist, die haben nur noch in Sprachen geredet, es wurde keine Botschaft, keiner hat was verstanden, keine Botschaft wird verkündigt. Da hat der Paulus auch hier die Ordnung reingebracht, wollte ihnen sagen, eben, dass man da aufpassen muss. Ja? Und hat es erklärt, immer wieder. Natürlich ist es auch so, dass Paulus auch in der Situation angeprangert hat, wenn ihr da liest, dass da Frauen nicht in Unterordnung waren. Eben in der Stellung, wie er Gott angegeben hat. Mann, Frau, in der Gemeinde, in der Ehe. Ja? Aber immer Gott über allem, über den Mann. Und diese Lehre, eben diese Aufgabe der Lehre, ist den Ältesten übergeben, also den Männern. Und die Ältesten haben eigentlich nicht die Aufgabe, die Gemeinde zu verwalten, die Gemeinde Geld einzubringen oder das zu zählen oder wie auch immer, sondern die haben die Aufgabe über die Lehre in der Gemeinde. Was gepredigt wird, was weitergegeben wird, wo die Gemeinde hingeht. Das ist ihre erste Priorität und sonst nichts. Und da stehen die Männer dran. Und die Männer haben die Aufgabe, die Lehre weiterzugeben. Und darum können auch Frauen predigen, wenn Männer darüber stehen und diese Aufsicht darüber haben, über die Lehre. Wir haben ja auch zwei Frauen in der Leiterschaft noch.
Es hat nicht älteste Einsätze, es ist eine vorläufige Leiterschaft, es hat nicht älteste Einsätze. Aber diese zwei Frauen leben in der Unterordnung. Unter uns auch, unter uns Männern. Das ist immer so, dass wir im Endeffekt zwar gemeinsam entscheiden, aber sie auch wirklich auf uns hören. Also sie belehren uns nicht, sondern sie hören auf uns auch, wenn wir es sagen. Das ist ein großer Unterschied. Und in dieser Sache, nein, Gott macht keine Fehler. Und Paulus hat auch keinen Fehler gemacht. Es waren einfach christliche Männer, die sie vom Teufel leiden lassen, die in der Bibel die Augen zuzulassen. Und die dann einzelne Verse aufzählen, völlig aus dem Zusammenhang herausgerissen. Und das ganz Gute und das ganz Ungute im Widerspruch zu Gottes Willen dann Theorien aufstellen. Ganz schön doof von Gott, dass er nicht an den Vorgaben so vieler Anhänger von menschgemachter Religionen hält. Die Frauen verbietet, Männer und Frauen das Gottes Wort mitzuteilen. Oder ist gar nicht Gott doof, sondern die christlichen Männer verkennen Gottes Willen, weil sie sich durch einzelne Bibelstellen und Zitate vom Teufel auf falschem Weg leiten lassen. So wie der Teufel Jesus auch verführen wollte und Bibelzitate rausgekaut hat. Ja? Und er kennt die Bibel ganz genau. Was hat Jesus gemacht? Wie er gesagt hat, spring. Ist Jesus gesprungen? Nein. Er hat ihm gesagt, was Gott sagt. Immer wieder mit Gottes Wort dagegen gehalten. Ja? Aber auch das, was der Teufel gesagt hat, war wahr. Ja? War in Gottes Wort gestanden. Lesen wir doch die ganze Bibel und nicht nur hier und dort einen Vers. Wie es Gott auch beschreibt, denn mein Volk fällt mit ihnen gemeinsam, die Priester, die ebenfalls Gottes Wesen nicht kennen, der vernichten an Heim, an Mangel an Erkenntnis, wie es in Hosea 4,6 steht. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist, und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Wer predigen will und meint, Gott hat ihn dazu beauftragt, ob Mann oder Frau, soll predigen, wenn er den Auftrag dafür bekommt. Es waren natürlich schon viele hier, die wohl predigen wollten, ja. Wir lassen auch keine Frau predigen, die sich nicht unterordnet, nicht in der Unterordnung lebt unter denen. Wir lassen aber auch keinen Mann predigen, der nicht in der Unterordnung Gottes predigt oder lebt auch. Das Geschlecht ist dabei völlig nebensächlich, ebenso wie die Rasse, Hautfarbe, Herkunft und Bildungsstand. Ich brauche auch kein Bibelstudium, kein Bibelseminar, kein Bachelor oder irgendetwas, sondern wenn Gott mich berufen hat und mir eine Aufgabe gegeben hat, diese bestätigt worden ist, dann ist es meine Aufgabe zu stehen und Gottes Wort zu verkündigen, ob Mann oder Frau. Das Wichtige ist, und das sehen viel zu wenige Prediger, Pastoren, ist es ihnen bewusst, um was es eigentlich geht? Jeder, der predigt, hat eine riesengroße Verantwortung. Wer das Falsche verbreitet, Gott und sein Wesen falsch darstellt, die Schäfchen sozusagen ihrem Glauben versiert, wird das entsprechende Konsequenz in Ewigkeit Verurteilung bekommen. Also die werden in Ewigkeit verurteilt. Wer das Falsche predigt, wer das Falsche weitergibt und nicht Gottes Willen ist. Und viele Pastoren werden sich dereinst inmitten des Horrors der fürchterlichen Flammen lieber einen Müllstein um den Hals wünschen. Aber diese Mahnung ignorieren viele Pastoren und Pfarrer, Prediger, Diakone, betreiben christliche Websites. Wie es auch im Jakobus beschrieben ist, 3,1-2. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder,
da ihr wisst, dass wir ein strenges Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist ein vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Und das wird so viel unbiblischer Humbug weitergegeben, verbreitet. Und im Internet ist ja extrem schlimm, was da über Gottes Wort verbreitet wird, wer Gott ist und was Gott ist und was Gott tut und was Gott will und was Gott nicht will. Ja? Und darum ist es auch immer wieder wichtig, das, was ich hier sage, ihr müsst das Wort kennen, ihr müsst kennen, wer Gott ist, ihr müsst sein Wesen erkennen, ihr müsst ihn als Vater, wie wir heute am Anfang erkennen, dass ihr wisst, was sein Wille ist. Ich habe im Internet gelesen zum Beispiel, eine Frau hat geschrieben, dass ein Christ habe ihr unter Berufung auch Gott gesagt, dass sie als ein uneheliches geborenes Kind nicht in den Himmel käme. Und wenn so ein Müll verbreitet wird, ja, unter Berufung auf Gott, ja, dann seht ihr, was da einfach unterwegs ist. Und wenn ihr das Wort nicht kennt und wenn gerade solche Leute, die Fragen stellen und Gott suchen und Gott kennenlernen wollen und dann sowas hören, ja, warum wollen die überhaupt noch was von Gott wissen? Ja? Da werden sie abgestoßen von der Gottesliebe, weil es falsch erzählt worden ist. Und man sieht einfach auch immer wieder, gerade wir erleben das auch immer, diese Schäden, die verursacht wird bei Menschen, wenn sie hierher kommen, wenn sie traumatisiert sind von irgendwelchen Pseudopredigern. Ja? Oder auch in der Seelsorge, wenn sie da sind und irgendwann ein Käse erzählt wird. Da ist auch noch auch dieses klarzustellen, auch diese Seelsorge, ist es auch von uns als Gemeinde auch gesehen, dass zum Beispiel keine Frau einen Mann Seelsorge macht. Das ist wieder von Gottes Ordnung nicht vorgegeben. Erstens mal, in der Seelsorge besteht eine Beziehung zwischen den zwei. Ja. Und diese Beziehung soll nicht zwischen Mann und Frau entstehen. Ja. Wenn sie noch verheiratet ist, ist sie noch schlimmer, ja, diese Frau. Und natürlich soll auch ein Mann keine Seelsorge bei einer Frau machen. Wir handhaben das so, wenn ich mit meiner Frau, mit einer Frau rede und bin alleine im Büro, ist immer eine Frau dabei, ja, bei mir. Weil ich das nicht will, ja, und weil es auch Gott nicht will. Und es ist aber auch so, eben, dass die Frau soll sich nicht über den Mann erheben. Und in der Seelsorge, in dem Belehren und in dem Belehren, ja, hebt sich über den Mann hinweg und drüber. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut zwischen der Beziehung, zwischen Mann, und da kann alles Mögliche entstehen. Und aus diesem heraus haben wir auch gesagt, in der Gemeinde wird es nicht geben, dass ein Mann Jüngerschaft mit einer Frau macht und eine Frau Jüngerschaft mit einem Mann macht. Das soll nicht stattfinden. Wie gesagt, da entstehen Beziehungen, die wirklich manchmal eben nichts Gutes hervorbringt, und dem gehen wir aus dem Weg. Aber, wie ich gesagt habe, wenn wir falsche Lehren verkündigt haben, wenn wir etwas Falsches gemacht haben, ja, und wir auch schon Schäden verursacht haben mit dem, was wir gemacht haben, ist es für keinen Sünder zu spät, rechtzeitig umzukehren zu unserem Herrn Jesus und können auf die Gnade vertrauen, dass Gott uns versöhnt und uns vergibt. So kann auch jeder scheinheilige Religiöse, der bis jetzt Gottes Botschaft verdreht und kaputt geredet hat, Menschen falsch über Gott geredet hat, umkehren. Für jeden, der sich für Gottes Weg Versöhnung entscheidet, die Versöhnungsentscheidung gilt dies. Denn alle haben gesündigt und Verfehlung der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Römer 3, 23 bis 24. Bittet, wenn ihr falsch gedacht habt, wenn ihr auch über dieses Thema falsch gedacht habt, bittet Jesus auf aufrichtigem Herzen um Vergebung und genieße die vollständige Reinigen die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, die uns schenkt. Und überlege von nun an, lieber zweimal,
dreimal mit ganzer, die ganze Bibel in die Hand zu nehmen. Was wir, und nicht zwei oder drei Bibelstellen, was wir über Gott sagen, ehe wir den Mund aufmachen. Also wir müssen erst genau wissen und die Bibel kennen, bevor wir den Mund aufmachen, eine Bibelstelle rausreißen und dann losbabbeln. Und darum ist es immer, euch immer wieder darauf zu schulen, euch das zu geben, liest ganze Briefe, liest ganze Evangelien. Nehmt nicht einfach Bibelstellen raus, sondern lest den Zusammenhang in den Bibelstellen. Dann werdet ihr auch erkennen, was Paulus gemeint hat, dass er Paulus nicht Gott widersprochen hat, sondern dass er ganz was anderes gemeint hat. Jetzt kann wiederkommen einer und kann mir das erklären wollen, wieder anders erklären wollen. Ich will nichts mehr hören darüber. Ich habe es jetzt erklärt, warum wir Frauen predigen. Und das muss für uns als Gemeinde langen. Amen. Amen.